Servus Leute, was geht ab? Ich habe willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal und dieses Video wird ein sehr, sehr kurzes Video, denn zeitlich ist es mir gerade nicht möglich, ein längeres Video zu schneiden, denn ich bin gerade ziemlich im Stress. Ich kann nicht genau verraten, um was es geht, aber Leute, seid gespannt. Es wird einfach nur heftig. Und deswegen kommt heute nur ein kleiner Einschub von Video, denn ich kam mit einem Kollege beim Bodenseeurlaub auf die spontane Idee, ein kurzes, witziges Video zu machen. Und zwar waren wir beim Bodensee ziemlich oft Stand-up paddeln und da sind wir auf die Idee gekommen, dass man auf dem Stand-up Paddleboard auch Fitnessübungen machen kann. Und da habe ich mir ein paar Fitnessübungen überlegt und ein paar Arten von Fitnessübungen auf dem Surfbrett aufgenommen. Ich hoffe, das Ganze ist witzig geworden oder beziehungsweise unterhaltsam, denn es die ein oder andere Übung war gar nicht so einfach und es hat mich ja auch ab und zu mal reingelegt. Und ja, ich hoffe, das ist eine geile Idee. Wenn euch das ganze Video gefällt, dann lasst mir jetzt trotzdem mal eine positive Bewertung da. Und wenn ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt, lasst ein Abo da. Und dann wünsche ich euch ganz, ganz, ganz viel Spaß mit diesem Video. Bevor das Video startet, gibt es hier jetzt aber noch ein kleines Schlückchen Wasser aus meiner Process Army Flasche. Und wie kann es anders sein? Process ist immer noch mein Sponsor und ihr könnt 10% mit dem Code JimDaniels auf der gesamten Process-Seite sparen. Die Produkte sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, checkt das Ganze mal aus. Wenn ihr fitnessaffin seid, dann ist da auch sicherlich was für euch dabei. Jetzt will ich aber gar nicht so lange drum herum reden. Wir starten direkt mit dem Video. Let's go! Und das war es dann auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. War jetzt ziemlich kurz, aber die spontanen Sachen sind ja auch manchmal ziemlich, ziemlich gut. Und damit verabschiede ich mich dann auch schon wieder. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall jetzt mal eine positive Bewertung da. Wenn ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt, lasst ein Abo da. Schaut noch auf der Process-Seite vorbei. Und das nächste Video wird wieder länger
erfordert sehr, sehr viel Schnittaufwand, sag ich mal. Auch die ganzen Urlaubsvideos vom Bodensee, vom Roadtrip mit meiner Freundin wird alles noch kommen. Erfordert auch sehr, sehr viel Schnittarbeit, weil ich sehr, sehr viele Drohnenaufnahmen auch gemacht habe. Und auch ein paar Cinematics. Videos sind auf jeden Fall in Planung. Ich sitze nicht auf der faulen Haut rum. Und ja, ich bin hyped auf die nächsten Videos. Ihr müsst auch gehyped sein auf die nächsten Videos. Haut rein und